Hallo, White Rabbit Time, nein, TCG und More Time, aber mit White Rabbit, ja, der weiße Hase, ja, Community Game Store in Essen, der hat diese Spielematte hier gesponsert, super Typ, ich habe mich schon direkt in diese Spielematte verliebt, ja, schön Gummi, fühlt sich richtig qualitativ hochwertig an. Und ich würde auch sagen, auf dieser Spielematte lassen sich doch die Puls so richtig gönnen. Und ja, da würde ich sagen, kriegen wir heute bestimmt unser Chart in diesem Video. Würde ich einfach mal so sagen und auch anfordern, ja. Wild Rabbit. Hast gehört? Ich möchte einen Chart. Dankeschön. Comments, wir haben Common Foil, Rare und wir haben eine Rare Foil. Und wir haben Coax of Commotion, die Nummer 3 für unser Playset. Sehr schön. Das heißt, da haben wir jetzt also da schon Glück gehabt mit dieser Majestic, dass wir bei der 6. Box offiziell unser Playset davon haben. Allerdings fehlen uns klassenspezifische Majestics deutlich mehr aktuell. Und da hofft man natürlich, dass wir da noch das ein oder andere nachkriegen. Und alles weitere, was uns dann noch fehlt, werden wir dann einfach als Einzelkarten nachbestellen. Von Kalkards, Common Foil. Zwei Rares. Aber mit Coax of Commotion, da bin ich doch schon sehr positiv angetan. Towering Titan als Foil. Und zwei Rares. Common Foil. Und wieder nur zwei Rares. Eine Common Foil und wieder nur zwei Rares. Common Foil und nein, diesmal hole ich dann schon wieder das Rare. Nein, wir haben eine Majestic Equipment, die Birch Grapplers gezogen. Runen Chart Foil, sehr schön. Und zwei Rares. Nicht so schön. Runenchant back-to-back in Foil. Sehr gerne. Und zwei Common Foils. Ja, das heißt, wir haben, glaube ich, keinen Runenchant mehr in diesem Display drin. Wir haben eine Foil Rare. Und wir haben Gaze the Ages als Majestic für den Magier. Das ist jetzt auch unsere dritte davon. Steht aber gar nicht auf der Wunschliste. Also wir wünschen uns Mecha-Fähigkeiten, Runeblade-Fähigkeiten, Krieger-Fähigkeiten. Haben wir noch keine einzige gezogen mit diesem Pferd, der da reinrennt. Da habe ich nicht eine bisher bekommen. Und Ninja-Sachen wünschen wir uns. Ich gehe davon aus, so wie das aussieht mit den vielfältigen Majestics, dass man da noch mal ordentlich was in die Hand nehmen muss an Geld. Und ja, Fight Center als weitere Majestic für den Ninja und der Bogen als Rare.
Kadachi, Harmonized. Als Code Foil, sehr schön. Und zwei Rares. Wisst ihr, es gibt so viele Equipments, die man potenziell ziehen könnte als Cold Foils. Und ich schaffe es, hintereinander die Cold Foils doppelt zu ziehen auf den Slots. ja. Common Foil und zwei Rares. So, die Runeblade-Waffe als Cold Foil wäre schick. Die Pistole von... Nee, Quatsch, was laber ich denn? Man will ja gar keine Waffen als Cold Foil ziehen. Man hat sie ja schon als Promo bekommen, als Boxtopper. Da brauchst du die eigentlich gar nicht. Wir hatten eine Foil Rare und wir haben noch eine Majestic für den Runeblade. Und wir haben noch eine weitere Rare. Eigentlich willst du... Also ist Kadachi schon das Beste, was man auf dem Rare Cold Foil Slot ziehen kann, wobei doch die Runeblade-Waffe, die hätte ich ganz gerne, und zwar dieses Schwert, dass die Lebenspunkte, dass du keine Leben kriegen kannst. Genau die da, also diese Waffe in Cold Foil für mein Runeblade. Aber Kadachi ist mit Abstand das Beste, was man, glaube ich, ziehen kann auf dem normalen Slot, also Rare, nicht Majestic. Denn das ist die gemirrote Version und viele wollen das. Ach, sieh mal eine an. Diese Karte gibt es auch in dem Set. Und davon haben wir jetzt die erste. Das meine ich zum Beispiel. Mängel, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber das ist so mit Abstand die neue Guardian-Attacke, die richtig gut ist. Und zwar darfst du Minus-Counter auf Equipments legen vom Gegner, wenn das Ding crusht. Und das ist halt gut. Damit zerstörst du halt einfach mal instant den Tunika oder so. Also das ist schon tipptopp. Und die auch noch als Foil dann. Und irgendwas sagt mir, dass wir vielleicht ein normales Mängel auch noch gleich ziehen werden. Aber ja, das war unser erstes Mängel. Ja, Guardian-mäßig. Common Foil. Und zwei Rares. Common Foil und zwei Rares. Common Foil und zwei Rares. Noch fünf Booster oder so. Wir haben den Rare-Slot, also wir haben den Foil-Slot auf einem Foil Young Hero. Sehr schön. Und zwei Rares. Young Heroes in Foil-Slots zu bekommen, ist tipptopp. Was es mit dem Merchant auf sich hat, das schauen wir dann in Zukunft, ob es gut war. Wir haben Snapback als Common Foil und wir haben noch Absorption Dome für den Mesher als wahrscheinlich finale Majestic. Eventuell haben wir Glück und kriegen noch eine Foil Majestic. Foil Rare und zwei Last Pack. Last Pack. Machen wir auch ein bisschen Spannung noch. Ich müsste eigentlich eine Majestic voll vielleicht sein, vielleicht auch nicht. Nö, wir haben leider. Aber wir kriegen noch eine reguläre Majestic. Das ist auch okay. Und somit haben wir 7 reguläre und eine Foil. Eine Cold Foil Kadachi. Ja. Ist nicht schlecht. Koks war gut.
Aber sonst so die Majestics durch die Bank, würde ich sagen, meh, Mängel war gut. Geste Aegis ist für den Wizard ganz gut. Es war eher so eine schlechtere Box von unseren, die wir bereits geöffnet haben. Auch wenn Kadachi drin war. Ja. Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal auf TCG und Moa. Tschüss!